Welch trübe Stimmung, was für ein übler Börsentag, vor allen Dingen für die Bullen am Aktienmarkt. Das kann man nicht anders beschreiben. Die Ölpreise fallen erneut deutlich und ziehen auch die Aktienkurse mit nach unten, sodass der DAX dann sogar noch seine Tiefststände aus dem Vorjahr, und wir erinnern uns ja alle noch an diese turbulenten Tage, nochmals unterboten hat. Jetzt ist die große Frage, wie es weitergeht. Und natürlich ist das Marktgeschehen auch sehr, sehr stark technisch geprägt. Wo kann sich ein Boden ausbilden? Das ist die große Frage, die jetzt auch immer wieder Charttechniker versuchen zu beantworten. Aber wo dann tatsächlich der Boden liegen wird, das kann jetzt noch keiner mit Bestimmtheit sagen. Mögliche Orientierung geben vielleicht die Konjunkturdaten am Donnerstag, dem 21. Januar 2016. Und deswegen wollen wir jetzt mal auf den Datenkalender schauen. Da gibt es um 13.45 Uhr einen ganz wichtigen Termin, nämlich die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank, die dann nochmals näher erläutert wird. Im Anschluss, nämlich ab 14.30 Uhr in der obligatorischen Pressekonferenz mit Mario Draghi. Ebenfalls um 14.30 Uhr kommen dann wie fast jede Woche die Zahlen zu den Erstanträgen auf US-amerikanische Arbeitslosenhilfe heraus. Und auch um 14.30 Uhr kommt der Konjunkturindex der Notenbank von Philadelphia, der sogenannte Philly Fed Index, auf den auch viele Börsianer besonders schauen. Um 16 Uhr gibt es dann noch aktuelle Angaben zum Verbrauchervertrauen im Euroraum. Und um 17 Uhr, und das ist besonders interessant, gerade in diesen Tagen, kommen wieder die Rohöllagerbestände in den USA heraus. Und diese werden dann unmittelbaren Einfluss ausüben auf den weltweiten Ölhandel und natürlich auch auf die Entwicklung der Ölpreise. Einige Unternehmen werden wieder Einblicke gewähren in ihre Quartalsbilanzen oder vielleicht auch schon vorläufige Jahreszahlen. Prominenteste Vertreter derer, die Zahlen präsentieren, sind American Express, Starbucks, Union Pacific und Verizon Communications.